Ja, hey, auch hier. Hallo und herzlich willkommen zu der allerersten Ausgabe von Lauras Ländle. Ich habe die Ehre, euch mit durch die Energy-Region zu nehmen und schauen, was hier so abgeht. Vielleicht hat es der ein oder andere schon erkannt. Wir sind hier gerade in Biedigheim-Bissingen, denn heute hat die fünfte Jahreszeit begonnen, und zwar der Biedigheimer Pferdemarkt. Wir werden uns heute den Beruf Schausteller genauer anschauen und ich darf euch mitnehmen. Deswegen, auf geht's. Weißt du, das würde ich am liebsten fahren, weil dann wird mir nicht schlecht. Da ist es. Ganz normaler Arbeitstag für dich heute, oder? Was heißt ganz normaler Arbeitstag, ne? Ist halt mehr Arbeit wie gewöhnlich, kein 9-Stunden-Job, sondern 15, 16 Stunden am Tag, das ist schon manchmal normal als Chef. Wie wird man Schausteller? Meistens wirst du reingeboren und dann ist halt ganz alltäglich alles. Das heißt, es ist dein Traumjob hier? Ich kenne nichts anderes, ich habe zwar schon mal Praktikum und so woanders gemacht, normal, um mal wissen, so, wie woanders auch läuft. Aber wenn du von klein auf mit dabei bist, dann willst du nichts anderes. So, und wie kommt man jetzt genau auf den Sitz hier, wo du gerade sitzt? Man fängt als Klötzchensammler an, ja, das sind die Leute, die die Chips einsammeln, ne? Und wenn man sich dann irgendwann mal bewährt hat, ja, und man dann sagt, hey, ich möchte auch mal ans Pult, ne, dann kann man das natürlich mal ausprobieren. Tempo! Es geht los hier. Alles heiße, willkommen. Okay, das war gelogen. Oh mein Gott! Was zur Hölle? Oh mein Gott! Oh, Jesus, Mary and Joseph! Geht's dir nicht gut? Nein! Kannst du noch? Na, ich will nicht mehr! Hast du noch eine Verfrage? Die Fahrt ist nicht vorbei. Doch. Sitzen bei mir. War mir so schlecht. Ist so schlecht, wir müssen jetzt aufhören, es geht immer. Das war die erste Folge.